Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wie ihr gehört habt, der andere Nachteil, wenn man so ein Ding hier nutzt, Screamer Lilies kommen instant. Ja, nicht instant, aber schon sehr zügig. Warum? Weil ihr halt super schnell Blöcke abreißt. Und hier, das zählt auch immer als drei Blöcke, die wir abreißen. Ja, das solltet ihr halt auch wissen, das ist halt auch nochmal ein Nachteil. Jo. So. Ich muss auch ein bisschen die Tageszeit so im Auge, die Tage im Auge haben. Aber das können wir auf jeden Fall schon nochmal so machen. Und ich werde jetzt, glaube ich, erstmal Holzen machen müssen. 290 Holz, ja. Also nix. Aber wir haben hier nochmal 800 drinne. Aber trotzdem werden wir mal eben Holzen machen gehen. Näger nehmen wir mal besser nicht mit. Kann immer mal was passieren. Genauso wie die Ressourcen. Man weiß ja nie. Ne? Man weiß ja nie, Leute. So, haben wir denn noch irgendwas zu essen? Hatte ich doch hier reingepackt. Die Mara hat doch hier so Hightech-Zeug gemacht. 55 Nahrung. Gönn dir. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen Holzen machen. Natürlich mitten in der Nacht bei Runtime, wa? Ist klar, ey. Ist klar. Gut, hier steht auch nichts mehr rum. Wir müssten noch mal was anpflanzen. Aber hier steht noch ein bisschen was. Ja, wir müssten mal ein bisschen weiter weg was anpflanzen, so einen kleinen Wald. Wie zum Beispiel jetzt hier hinten. Wir werden jetzt auch ein paar Saaten kriegen, dann können wir die gleich wieder reinballern. So. So, weiß ich, warum hier diese zerstörten Sterne, die Mara, die hier angepflanzt wird. Egal, ich mach's weg. Ja, ansonsten würde ich ganz gerne gleich noch ein Beet mit euch zusammen anlegen. Ja, den Stock haben wir ja gleich fertig. Wir gucken, wie wir das Dach bauen. Das werden wir auf jeden Fall in der Nacht hinkriegen. Ja, ich denke mal, bis morgen ist, haben wir das Stockwerk fertig. Wahrscheinlich auch schon angepinselt und... Ein paar Loot-Container drinne. Das sollten wir locker hinkriegen. Dann ist Tag 35. Dann ist hohen Tag. Ich weiß gar nicht, was drüben jetzt war. Da müssten wir dann auch nochmal gucken fahren. Ich habe keine Ahnung. Wir hatten eigentlich alles da gelassen, glaube ich, für eine Horde. Ja. Und da müssen wir echt gucken, wie es läuft mit der Horde. Ich denke, die Base wird an ihre Grenzen kommen, türentechnisch. Ich werde auf jeden Fall... Wir haben ja jetzt Stahl. Ich werde auf jeden Fall ein, zwei Stahltüren einbauen. Die Frage ist halt, ob sie dann noch... ob sie dann halt noch durch die Türen gehen. Denk halt eher nicht so. Aber deswegen würde ich die halt nur zumachen, wenn es kurz vor knapp ist. Ne? Aber das werden wir einfach ausprobieren. Also ich werde auf jeden Fall zwei, drei Stahltüren machen müssen. Ein, zwei normale Türen. Ich meine, wir könnten sogar, ja gut, wenn wir das sogar aufwerten würden. Ist auf jeden Fall nochmal Eisen. Wenn wir das aufwerten würden auf Stahl, dann würde die Base wahrscheinlich sogar noch halten. Nochmal ein, zwei Horden, denke ich.
Vielleicht machen wir das. Ich werde hier auch gleich schon mal ein, zwei Blöcke aus Stahl auf. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie viel Stahl wir haben und ob wir noch Eisen haben, was ich anwerfen kann. Wahrscheinlich nicht so. Müssen wir gleich mal gucken. 1500. Ich tappe da schon wieder was rum. Ja. Komm halt her, ey. Warum haust du denn jetzt vor dem Baum? Tickst du nicht ganz sauber oder was? Unglaublich. Ne, da gucken wir gleich mal, ob noch ein bisschen Eisen in der Forges ist. Wenn ja, ballern wir da noch Stahl raus. Dann könnte ich nämlich zumindest vorne so diese paar Blöcke, da könnten wir aufwerten. Ja, müssen wir mal gucken. Weil wenn ich alles aufwerten würde, könnte ich wahrscheinlich auch wieder Stahltüren setzen. Aber dann wird das auch mit Stahltüren klappen. Wenn ich jetzt nur Stahltüren setze, wo dann da Konkretblöcke sind, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wir probieren es einfach aus. Aber ich muss dann auf jeden Fall auch nochmal gucken, ob wir genug Sprengkraft haben. Sonst muss ich noch was herstellen. Das können wir eh. Ich kann eh noch ein bisschen was herstellen gleich auch. Gucken wir mal, was wir da haben. Dann stellen wir noch mal ein paar Granaten her. Kann ja nicht schaden. Ein bisschen 9mm Muni vielleicht. Ein bisschen Shotgun Muni. Ja, komm. Macht so 3000 Holz mal eben. Das passt schon dann. Das Stockwerk da fertig zu bauen. Und noch ein bisschen für die Forge zu haben, vielleicht. So. Brauche ich die hier gleich mal rein in die Putze hier? Ja, können wir noch ein bisschen hier nach hinten gehen. So passt das schon. Müssen wir jetzt auch gar nicht schön machen hier. Hauptsache hier stehen ein paar Bäumchen, die wachsen. Nervt doch nicht. Ich sehe schon, wir haben schon mit zwei Bäumen in der Luft. Die wachsen dann erst gar nicht. Was sieht das nur so aus? Wer weiß. Ne, der ist in der Luft, ne? Ah, das ist halt so scheiße mit dem Gras hier. Oh, dann trifft er den Baum noch nicht mehr. Dann leckt mein Arsch. Hier, der ist auch wieder in der Luft. Pff, Alter. Komm. Ich bin extra schon nur gegangen. Ich meine, ich kenne ja Seven Days ein bisschen. Dachte ich mir, komm, gehst du slowly. Aber dann prügeln wir die jetzt einfach hier rein. Und dann gucken wir einfach, was wächst und was nicht. Und Arsch lecken. So. Kein Heckmeck. Ich würde ganz gerne Quad haben. Das würde ich jetzt gleich auch nochmal gucken. Ob ich ein Quad bauen kann. Beziehungsweise können uns auch ein cooles Auto organisieren, weil wir Stahl haben eigentlich auch. Oh, ihr seht, ich habe so viel zu tun, ey. Ich komme wieder zu nichts. Hier hatte ich auch gar nicht reingeguckt, ob ich die auch leer gemacht hatte. Ja. Gut. Pass auf, wir gehen jetzt erst nach unten. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwie Eisen in der Forges haben. Ja gut, wir gucken erst. Ich muss halt auch nochmal ein Crucible machen, nochmal zwei, drei Crucibles. Jetzt ist hier unten auch nur noch einer. Aber hier haben wir auf jeden Fall noch Eisen drin. Hier ist auch Eisen drin. Ja, da muss ich den Crucible nochmal von oben holen. 45 Minuten. Beziehungsweise ich kann auch einfach nochmal einen herstellen. Weil da fehlt mir wahrscheinlich jetzt Leben. Deswegen, ich hole mal den von oben eben.
dann werde ich den nächsten mal einfach einherstellen. Zack. Geschmiedeter Stahl hätten wir gerne. Und zeigst uns den jetzt nicht an. Einmal raus und wieder rein. Okay, der hat nur 27. Wow, hast du keinen Amboss, oder was? Doch, hast du doch. 222, 200... Hä? Du hast keinen. Das ist aber, ich brauche eher das Doppelte wie der andere halt, ne? So, guck mal. Sieht das schon ganz anders aus hier. So, hier hätten wir auch noch Eisen. Hier könnten wir aber einmal geschmiedetes Eisen ruhig machen. Und hier haben wir auch noch Eisen. Da könnten wir dann nochmal Stahl ausbrennen, wenn die anderen fertig sind. Was kostet mich denn ein Crucible? Clay haben wir halt gerade nicht. Ist auch kein Block. Block. Ich will jetzt keinen Block Clay zu schippen. Das ist alles so einer Clay. Obwohl, weil ich nehme den mal mit. Jetzt sind oben die Forges ausgegangen. Dann ist gar nicht alles an Clay eingebrannt. Dann können wir nämlich noch einen machen. Meine Fresse. Da, 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 da. Halt die Gosch da draußen. Brauchen wir 231. Verarschen oder was? Wow. Ja gut, das bringt mir dann auch nichts. Dann machen wir hier lieber die fertig. Da mal mehr von. Können wir noch mal einen machen? Das passt schon. Dann gucken wir so lange mal Autowerkbank. Die haben wir natürlich noch drüben, ne? Wir könnten die natürlich auch nachher Horde mitnehmen. Wahrscheinlich die bessere Variante. Brauche ich die jetzt nicht bauen, dann besorgen wir uns halt nachher Horde erst ein vernünftiges Fahrzeug. Mein Autos reparieren können wir eh nicht, weil wir brauchen da Schlagschrauber und so für. Aber wir können ja mal gucken, was brauchen wir denn für ein Quad? Brauche ich da überhaupt die Autowerkbank für? Aber wir können uns das Zeug natürlich mitnehmen, um ein Quad herzustellen. Das können wir auch machen. Aber wir können auch einfach die Autowerkbank da mitnehmen. Haben wir denn überhaupt vier Räder oder was? Ja,
Ich kann mir auf jeden Fall einen Quad machen nach Horde. Das ist nice. Das ist nice. Dann machen wir jetzt hier weiter, wo ich hole gleich erst den Crucible, beziehungsweise den Clay, dass ich den Crucible machen kann. Haben wir den hier wieder für eine Scheiße noch mitgenommen? Können dahin und Federn können noch hier hin. Trinken wir noch mal was. Was können wir denn für Licht machen? Außer Torchies. Nur Torchies, ne? Kürbislaterne. Warum Kürbis und Kerzen? Ja, wir könnten auch Kerzen machen. Kerzentisch. Pflanzenfasern. Nein, wir wollten mal gucken, aber Kerzen sind, glaube ich, nicht so super hell, ne? Was brauchst du dann? Einfach nur eine Kerze? Achso, du siehst einfach nur anders aus, oder was? Ah, komm, wir gucken uns das mal an. Machen wir hier. Aber Tierfeld sollte unten auch noch genug sein. Hier oben ist nix. Aber unser Clay sollte jetzt auch durch sein. Ja, ansonsten kann ich natürlich damit Strom was machen, ne? Das kriegen wir schon hin. Aber wenn wir halt so jetzt irgendwie ein bisschen... bisschen Licht hinkriegen würden, wäre ja auch okay. Boah, er braucht immer nur eine Minute. Ja, zur Not mache ich halt ein paar Torchies, dann hängen wir halt ein paar Fackeln an die Wand und gut ist. Ja. Ach so, du stehst halt nur, oder was? Boah, kann man die gar nicht mehr... Die kannst du nur in der Hand halten, oder was? Okay. Boah, das ist scheiße. Ja, ich hatte halt mal noch so ein... so ein Fackelmod drin, aber... den hatte ich, glaube ich, wieder rausgenommen. Weil die halt extrem laut waren auch. Die kannst du halt echt nur hinstellen. Ne? Okay, die kann man gar nicht mehr hinstellen, die normalen? Doch. Ah, okay. Zeigt halt nur nicht an. Ja, dann ist doch alles gut. Dann mach doch mal ein paar Kerzen. So, bist du jetzt endlich fertig oder was? Meine Güte. Jetzt müssen wir nochmal hoch den Crucible herstellen. Dann runter, Stahl anwerfen. Joa. Dann kann ich schon mal Stahltüren bauen. In der Werkbank. Das sollten wir auf jeden Fall auch tun. Okay, pass auf. Stahl. Mechanical Part sieht wieder sehr mau aus. Federn. Was brauchen wir denn für die Stahltür? Oder Tresortür oder wie auch immer. Tresortür. Okay. Wir könnten hier unten eigentlich auch eine reinsetzen. Die letzte Tür. Drüben würde ich zwei nehmen. Ja, also drei. Ja, mein Gott, wir können es uns auch leisten, Alter. Wir können auch ein paar schon mal herstellen eigentlich. Was wir haben, haben wir, ne? So sehe ich das halt. Aber wir haben bestimmt noch Motoren, oder? Okay, wir haben keine Motoren. Okay, dann machen wir echt nur erstmal drei. Weil dann nehmen wir nämlich die restlichen Mechanical Parts.
Und machen hier nochmal 14 von. Und dann könnten wir auch ruhig nochmal 9 mm herstellen. Sofern wir Klamotten haben. So, wollen wir gerade auch eine MP5. Ja, dies passt schon. Unten habe ich ja auch noch, wir können aber auch noch Messing einbrennen. Also ich habe hier noch 50 Radiatoren, also. So ist ja auch nicht. Können wir hier mal anschmeißen. So, aber ich wollte eigentlich ein Crucible anwerfen, ne? Ich Pfeifenhorst. Da brauchen wir auch Mechanical Parts, glaube ich, ne? 20, alter Leck, meine Füße, ey. So viel zu Granaten. Da brauchen wir noch Öl und Steine. Das kriegen wir hin. Steine. Öl. Dann macht den erstmal. Dann machen wir hier hinter die 9 mm. Ich kann noch ein paar Rohrbomben machen. Das kriegen wir hin. Ja, müssen wir ein paar Rohre herstellen. Das kriegen wir aber gebacken. Ja eh noch mal runter jetzt. Aber der braucht 3,5 Minuten. Das warten wir ab. Dann machen wir so lange Sachen. Sachen zum Lachen. Also das gefällt mir schon mal sehr gut hier. Gibt es da zwei Varianten. Entweder ziehe ich das jetzt durch bis hinten, was bestimmt auch ziemlich cool aussieht. Oder ich würde hier nochmal einen Versatz reinmachen. Aber ich glaube, ich ziehe das durch bis nach hinten. Warte, wir setzen das mal eben hin. Wir wollen es ja nicht übertreiben hier, ne? Sagt er jetzt. Ja, sieht schon cool aus. Ey. Okay, da haben wir sogar Dingens. Dann würden wir hier das natürlich genauso machen. Ja, sieht gut aus. Wow. Wow. Das hasse ich immer. Das hasse ich immer. Schon ein bisschen Kirchenstyle, wa? Bietet sich jetzt hier auf jeden Fall an, ne? Weil wir da jetzt auch diese Kante drin haben.
Hatte ich unten ja auch schon überlegt, aber dann war mir unten der Platz wichtiger. Aber hier können wir das jetzt. Ja. Gut, sieht ein bisschen scheiße da mit dem Fenster aus, wa? Ich meine, so wird es cool aussehen. Dann müsste ich das hier ein weiter rübersetzen, das Fenster. Aber dann wäre es mit unten auch nicht mehr gleich. Ist auch scheiße. Ey, dann lassen wir das so. Dann muss das so halt reichen. Jo, aber hier haben wir jetzt Platz für die Küche. Hier haben wir jetzt Platz für die Kitchen. Das brauchen wir und das. Und Texturauswahl. Oh, Junge. Und dann machen wir. Wie ist es denn angehakt? So, ne? Okay, das machen wir aus. This is tricky disco. This disco. This is tricky disco. Ich stehe wieder irgendwo im Wasser rum. Na, 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 na. So, da müssen wir gleich von draußen gucken, ob er dann das wieder übermalt. Mal gucken. Zack. Ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, auch hier werden wir die nehmen. Und eigentlich könnte ich doch hier Oberfläche. Ja, perfekt. Nicer Dicer. Hier habe ich noch diese Dingens. Genau, hier hat man so einen kleinen Absatz drin, ne? Mit dem Stein. Das finde ich auch ganz gut. Decke haben wir jetzt auch aus Metall gehabt. Okay, okay, okay. Ich ja gerade, ob wir hier das vordere vielleicht auch wieder aus Stein machen sollen. Ich gucke mir das eben mal an. Stehen die echt hinten und hauen vor dem Eck, vor den Karren, Alter. Was sind das für Fickviecher?
Aber den haben wir schon zu viel angemalt hier. So. Ja, warum nicht? Weil man hätte sonst auch machen können, hier alles in Holz und diese Kante in Stein hier. Vielleicht auch ganz cool ausgesehen. Gucken wir das mal eben an. Ja, jetzt passiert hier nicht mehr viel, Leute, ne? Wenn ihr noch dran seid. Es wird nur noch gemalert. Bis der Morgen da ist. Das sieht auch ganz cool aus eigentlich. Mal so einen schönen Übergang halt. Ja. Gut, man könnte jetzt sogar noch überlegen, diese Wand hier auch aus Stein zu machen, hier die hintere. Ganz cool. Dann könnte man das aber hier noch aus Holz machen. Kommen die natürlich nicht mehr so zur Wirkung hier, die Dinge, aber. Also aus Stein kamen sie auf jeden Fall mehr zur Geltung, wa? Aber gut, das kann ich mir noch überlegen. Jetzt müssen wir uns halt noch was für die Gitter hier überlegen. Wäre halt schon irgendwas Holzmäßiges geil. Kommen wir von diesem Rot nicht weg, ey. Das ist, glaube ich, auch too much, wa? Wäre irgendwas Holzweißmäßig gut. Oh, Metallweiß können wir uns auch mal angucken. Das sieht schon mal Schrott aus. Naja. Irgendwie eine schöne Holztextur gibt es anscheinend nicht auf diesen Dingern, ne? Weißes Metall. Das könnten wir nehmen. Man könnte natürlich auch den Gegensatz machen, weil wir eh dreifarbig sind. Gucken wir uns mal beides an. Ja gut, das passt halt viel besser zu dem Stein, wa? Dunkler. Ja, das gefällt mir schon mal sehr gut. Man könnte vielleicht auch sagen, das vielleicht so ein bisschen noch absetzt.
Aber da müssten wir hier schon so machen. Warte mal. Ja, das fühle ich. Das fühle ich. So mal schön Steinmetall-Holz-Look hier. Ja, easy. Hier können wir halt mal gucken. Vielleicht machen wir hier sogar irgendwie so kaminmäßig was rein. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, ich würde das hier unten aber so lassen. Hier gefällt mir das ganz gut so mit dem vorne Stein, hinten Holz. Hier oben ist halt einfach ein anderes Stockwerk, was auch ein bisschen anders aufgebaut ist. Ja. Was natürlich jetzt noch mega cool wäre, wenn wir noch irgendwie einen Aufgang zum Dach hätten, aber dann würde ich jetzt hier halt echt so irgendwie das Ganze zerstören, ne? Vom Aussehen her. Sieht's aus? Sieht gut aus. Man könnte halt überlegen, ob man nochmal irgendwie Gitter drum macht. Aber weiß ich auch nicht. Es wird wahrscheinlich auch so das Ambiente wieder. Rolle. Ach komm, jetzt geh mir doch nicht auf den Bommel, Alter, wenn ich hier gerade oben bin. So ein weg, die Viecher. Ey. Alter Baby, schon wieder bei 38 Minuten. Oh, warte. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Nächste Folge werden wir hier außen noch mal ein bisschen pinseln. Wir müssen mal gucken, wie wir jetzt hier dann das hier ordentlich reinkriegen, so vom Style her. Müssen wir mal gucken. Weil ich sehe gerade, da müsste ich hier wahrscheinlich eine Steinwand rein. Oder nee, da doppelt. Na, gucken wir gleich mal. Kriegen wir schon hin. Also, diesen Sinne, haut rein. Bis dann. Ciao.